Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I come and I'm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I feel to last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I come and I'm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong? Would it be right? If I took my life tonight. Nice. Wie heißt du? Wo kommst du her? Wie alt? Hi, ich bin der Max Hofmann, bin 27 Jahre, komme aus Niederbayern. Hört man gar nicht. Ja, das war irgendwie, das war so wie gerade diese 6 Espressi, sagt man, glaube ich. Aber so, es war so intravenös krass. Auf jeden Fall. Also das Publikum stand. Und du hast es wirklich genagelt, du hast die richtige Energie gehabt. Vielen Dank, vielen Dank. War wirklich der Hammer. Ich war voll da. Ey, auf jeden Fall war mir wichtig, du musst weiterkommen. Und ja, siehst du ja, das auch völlig zu Recht. Max, was machst du sonst noch so? Wenn du nicht gerade hier stehst und... Sonst bin ich gelernter Elektroniker. Hab da... Ja! Yeah. Das passt ja. Hab da einen Meister gemacht und hab da ein kleines Team, das ich quasi betreue als Gruppenleiter. Genau. Ansonsten so viel mit Bands unterwegs. Alles klar. Max, das hatte eine richtig geile Energie, was du da auf der Bühne... Danke, es ist echt verdammt viel wert. Also wirklich, wirklich geil. Dankeschön, Dankeschön. Das war geil. Das ist so fett. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Warum nicht? Das Einzige, was ich gewusst habe, dass der Nico, glaube ich, ein bisschen Rock-Fan. Yeah, ja. Yeah. Gut, Sarah Connor natürlich, die Stimme ist ja... Wo bist du denn Rock-Fan? Aber, Moment, warum? Warum ist Nico Santos jetzt hier der Rock-Fan? Was? Hä? Ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen. Nein, das war Samu Haber. Das war Samu. Nein. Meine Mama. Oder warst du Samu? Meine Mama war in einer Rock-Punk-Band und damit bin ich quasi aufgewachsen. Verstehe. Und deswegen bist du auch Rock-Fan. Und deswegen bin ich Rock-Fan. Max, ich bin auch absoluter Heavy-Metal-Typ. Auf jeden Fall. Das wollte ich noch mal ganz kurz mit reingeben. Ich bin dein Mann heute hier. Auf jeden Fall. Du kannst Heavy-Metal-Songs. Ja, ich kann alles. Aber kannst jeden du auch? Song. Ein Metal-Song. Kannst du auch so jetzt eine E-Gitarre nehmen jetzt? Und einen Metal-Song spielen, oder was? Könntest du so ein Metal-Solo jetzt uns einfach vorstellen? Ja, genau. Na klar. Wow. Muss ja, ne? Scheiße, was habe ich mir jetzt gedacht? Ja, jetzt? Hast du einen Blackroom? So ungewohnt, dich mit einer E-Gitarre zu... Ich bin selber gespannt. Spaß. Hey!
Okay. Hey. Ansage. Nicht schlecht. Ey. Bisschen wie Marty McFly bei Zurück in die Zukunft. War so ein Moment, ne? Okay, das. Ja. Okay, das wird jetzt natürlich schwierig für uns. Ja, ich. Ja, also. Es ist schwierig, jetzt da mitzuhalten, ne? Tatsächlich, echt, ja. Vor allem hast du das erst umgedreht. Also. Was, also boah, das war schon. Das haben wir dann so ein bisschen so einen Kick. Mal, warte. Setz dich mal ganz kurz hier hin. Nein! Doch! Mach's dir mal bequem hier. Setz dich mal hier hin. Ich weiß. Setz dich mal hier. Mach's dir mal gemütlich. Habt ihr so ein Tambourin oder so? Oder. Ja! Was ist denn jetzt das? Ein Tambourin? Ja, es wegen Heavy Metal und so, weißt du, oder. Heavy Metal im Tambourin? Was ist das denn? Ja, so. Hier, also, danke, das ist super. Kennt ihr. Kennt ihr Man in the Mirror von Michael Jackson? Because you sing so fine and I really want to make you mine. I said you sing so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Well, you don't need the money when you look at that, do you, honey? Big black blue tie, short brown hair. He songs me with a Are you gonna come in my team? Ja, danke sehr! Geil. Das ist das Einzige, was der kann. Aber das war ziemlich geil. Fuck. Ihr macht so, Max, tatsächlich. Aber es hat dir hier gefallen, ja? Es hat dir hier gefallen. Es war echt, echt saugeil. Ihr macht es mal verdammt schwierig, Mann. Was mache ich jetzt eigentlich? Für Max ist es schwierig. In der Tat sehr schwierig. Ich glaube, du musst eine halbe trinken. Na gut. Ja, ich glaube, ich muss gar nichts sagen, oder? Ich glaube, ich bin eh raus. Tatsächlich echt scheiß schwierig, aber ich muss mir jetzt tatsächlich echt entscheiden. Und was macht er jetzt? Ich glaube, zum Nico. Kann ich noch irgendwas tun, Max? Um dich? Nee, okay, ich komme gar nicht mehr durch. Also, ich finde euch alle vier wirklich mega geil. So, Max. Johannes, geil, Nico. Johannes hat sich als erstes umgedreht. Johannes, geht zu dir! Ja! Wow. Geil, Digi! Ich freue mich zu euch, Mann. Vielen Dank. Wir machen was Schönes. Applaus für Max! Yeah! Wow. Danke dir, Digga. Und... Wacken!